Als langjähriger Hip-Hop-Fan beschloss ich dieses Jahr nun endlich auch einmal auf das Plash zu gehen. Das Plash ist mit seinen 25.000 Besuchern jährlich eines der größten Hip-Hop-Festivals in Europa. Veranstaltungsort ist seit 2009 die Halbinsel Ferropolis bei Gräfenhainichen, ein ehemaliger Braunkohletagebau nicht weit von Leipzig. Festivaltypisch wird natürlich auf riesigen Arealen gezeltet und ernährt wird sich annähernd ausschließlich von Fertigkost. Wem es an etwas mangelte, konnte sich nicht beklagen. Ein Shuttlebus brachte die Besucher in regelmäßigen Abständen in den Ort mit Extrahaltestellen am Bahnhof und dem Lidl. Im Endeffekt muss man sagen, gegenkommen. Ja. Thema Kämpfer. Wer es dann doch etwas luxuriöser haben wollte, konnte auf dem Zeltplatz einen eigenen kleinen Supermarkt sowie feste Duschen vorfinden. Ich persönlich zog da jedoch lieber den See vor. Die Shuttlebusse brachten einen zudem zum Festivalgelände und wieder zurück. Auf drei Bühnen traten verschiedenste nationale und internationale Hip-Hop-Künstler auf. Alles in entspannter Umgebung. Müsste ich aufzählen, welche Artisten mir besonders gut gefallen haben, wäre ich morgen noch damit beschäftigt. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen und das Ticket für 2014 wird schon bald vorbestellt.